Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Hearts of Iron 4 im Ironman-Modus. Wir sind mal wieder das Byzantinische Reich. Ja, und beim letzten Mal, den letzten beiden Folgen, haben wir ja gemeinsam herausgefunden, wie man das relativ einfach macht. Der zweite Versuch, naja, es ist nicht der zweite Versuch, aber es ist der aggressivere Approach, sage ich jetzt mal, und der hat einfach sehr viel besser funktioniert als der andere. So, wir haben wichtige Sachen zu tun. Ich finde es übrigens sehr, sehr geil, wie gut unsere Truppen hier ausgebildet sind. Ich will die jetzt hier auch gleich nochmal ein bisschen trainieren lassen und packe die jetzt hier schon mal da ran. Wir haben jetzt hier im Grunde eigentlich zwei Möglichkeiten. Also ich will eigentlich mich nicht mit den Alliierten anlegen, weil ich glaube, das ist eine saublöde Idee. Die Alliierten werden zusammen mit den Russen dann im Zweifel über mich herfallen. Da habe ich irgendwie wenig Bock zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden uns eher, weil wir uns auf den Balkan ja auch stürzen müssen, früher oder später dann auch mit Deutschland beschäftigen müssen. Weswegen wir jetzt hier warten, bis hier Dinge passieren. Bis dato werden wir also Soldaten ausbilden. Und wir brauchen hier eine Fallback-Line. Naja, wir könnten auch... Ja, doch hier brauchen wir eine Fallback-Line. Und wir brauchen hier eine Fallback-Line. Und die müssen gut befestigt sein, denn wenn wir hier unseren Marsch durch Afrika machen und Dinge zurückerobern, die wir dann hoffentlich auch, solange der Krieg dauert, behalten dürfen, ja, haben wir auf jeden Fall hier eine starke Attacke zu befürchten. Ich gehe davon aus, dass die Briten hier nach wie vor hier erstmal Albanien komplett erobern werden. Deswegen brauchen wir da wahrscheinlich nicht allzu viel tun, aber wir müssen hier auf jeden Fall... Hier setze ich schon mal das hier jeweils auf 3. Ja, das hier war jetzt dann relativ unnütz, aber wir nehmen es einfach mal mit. Vielleicht ist das ja später sogar nochmal nützlich. Wobei ich gerade eben feststelle, wenn ich das jetzt hier schon gemacht habe, ich kann natürlich auch diese Position hier behalten. Wobei, warte mal, das gehört aus irgendeinem Grund meinem Gegner. Warum gehört Burgas... Ich verstehe es nicht, aber es ist so. Okay. Nee, das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Ich muss eigentlich dafür sorgen, dass maximal 2 Positionen gleichzeitig hier angreifen können. Denn sobald sie von mehreren, also mehr als 2 Seiten angreifen können, ist das saudoof. So, wir fangen also damit jetzt hier mal an. Ich schicke das jetzt hier auch gerade eben schon mal direkt nach oben. Nur das da und das da soll noch voll schnell gebaut werden. Und jetzt lassen wir mal die Zeit laufen. Denn Zeit ist das, was wir jetzt hoffentlich erstmal haben, würde ich jetzt mal behaupten. So, 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 so. Ich hoffe zumindest, dass wir Zeit haben und dass es nicht irgendjemand den Krieg erklärt. Denn momentan wären wir schlicht und ergreifend einfach für einen größeren Krieg nicht bereit. Das Gemeine ist, ich habe das mal in einem Playtest gemacht, ich kann jetzt auch nicht einfach hierher gehen und zum Beispiel jetzt hier Bulgarien rausnehmen. Bulgarien würde von den Briten garantiert werden und ich würde zu viel World Tension verursachen, was ich jetzt aus ihrer Sicht schon bereits getan habe. Wir können uns das gerade eben mal anschauen, wie viel World Tension ich offiziell jetzt hier schon gemacht habe. Ich habe 16 für den Frieden gemacht. Hier nochmal, hat gegenüber der Union ja kapituliert. Da sind schon mal 21 und 22, sagen wir mal 23 habe ich jetzt hier mit ausgelöst. Also das ist für die natürlich quasi so, ja, Niveau Nazi-Deutschland, sage ich jetzt mal, was ich jetzt hier getrieben habe. Und deswegen werden die dann nicht so gerne mit dabei sein, wenn ich jetzt sage, hey, lass mich doch in eurem schicken Verein mitspielen. So, nachdem ich das Rückgrat der Armee gemacht habe... Ja, gibt es erstmal hier deutschen Druck auf Benelux-Staaten. Dann machen wir hier diese Linie hier durch. Und dann holen wir uns... Hey, jetzt legt Deutschland los. Fall von Warschau ist passiert. Also wir machen dann hier das Neniki Kamen, genau. Das bringt uns nochmal mehr rekrutierbare Bevölkerung. 5% mehr Stabilität, mehr Kriegsunterstützung. Danach bekommen wir nochmal ein Forschungsteam. Und dann kommt noch der Teil, wo wir dann... Also das mit der Kriegsunterstützung ist eigentlich der blanke Hohn, ne? Eigentlich bräuchte ich mehr Stabilität. Dann können wir noch den Teil jetzt hier machen, wo wir dann noch mehr vom Byzantinischen Reich koren können. Wie zum Beispiel die Levante und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, mit den Kommunisten muss ich auch noch umgehen. Belgien ist jetzt den Alliierten beigetreten. Ja, wir können ja gerade eben mal schauen, was da drüben gerade eben so läuft. Das sieht alles eher so mittelgeil aus. So, ich denke, die würden keinen Attaché annehmen.
Befürchte ich, ne? Ich glaube nicht. Also ich habe noch nicht die Punkte, aber ich glaube nicht, dass sie einen annehmen würden. Das ist gerade eben hier so ein bisschen so meine Sorge. Ich hätte nämlich ganz, ganz gerne einen Attaché. Aber die Frage ist, ob ich ihn von Ihnen nehme oder ob ich ihn von Deutschland nehme. Wenn ich ihn von Deutschland nehme, würde ich halt wissen, was die Deutschen tun. Aber er sagt auch nein. Die Meinung ist zu niedrig. Er hat halt minus 40 Meinung. Ah, und das ist halt, weil ich den Schachtplan verworfen habe, ne? Also ich werde mit denen hier niemals mehr beste Freunde forever werden. Bestimmt nicht. Und die sagen auch nein, weil die Meinung zu niedrig ist. Ja, ihr seht hier, das liegt halt auch ganz, ganz stark hier an den generierten weltweiten Spannungen. Aber ich habe trotzdem noch demokratische Tendenzen. Ja, aber das sind wirklich nur noch Tendenzen. Und nichts anderes mehr, Freunde. Also anders kann ich mir das gerade eben nicht mehr irgendwie schönreden. So, wo habe ich denn den Typen jetzt hier? Der ist hier, der geht da jetzt noch mit hin. Ihr bekommt einen neuen General. Das wird eher so eine rein defensive Nummer. Schlitzohr, Gebirgsjäger. Ich finde den mit den Gebirgsjägern ziemlich geil. Da müssen auch noch Gebirgsjäger rein. Das ist ein Hügelkämpfer und Infanterie. Das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen geht der auch an diese Position hier ran. Das ist seine Position. Wobei das hier, glaube ich, noch keine Hügel sind. Ne? Das ist eher Wald und Stadt. Aber falls sie zurückgeworfen werden, dann könnten wir das dafür benutzen. So, und jetzt kommen wir hier rein. Sehr gut. Nochmal 0,2% mehr Bevölkerung. Das macht die Sache hier sehr, sehr schmackhaft. Und wir müssen noch mehr Truppen ausbilden. Warum kann ich eigentlich nicht noch mehr von denen hier ausbilden? Das verstehe ich nicht. Sub, sub, sub. Wird eine Weile dauern, bis wir die hier haben. Denn uns fehlt jetzt halt nach wie vor Ausrüstung, ne? Wir müssen jetzt erstmal Knarren aufbauen. Aber für uns ist die Sache momentan auch gerade eben jetzt erstmal hier pausiert. Deutsches Interesse an Skandinavien findet statt. Will ich auf mittlere Panzer gehen oder auf schwere Panzer? Infanteriepanzer. Forschungsgeschwindigkeit Panzer. Weicher Angriff Panzerung plus 5%. Kann ich aber nicht machen. Geht nur, wenn ich Italien hätte. Mobile Panzer kann ich nur machen, wenn. Hat ausländische Monopole. Hat gegen ausländische Monopole vorgehen, aber ich habe sie doch tatsächlich abgeschossen. Moment. Also, bin hart. Ach so, das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen, wenn ich das will. Got it. Okay, ja, dann haben wir es halt so. Also, ich kann mir nur noch quasi die mittleren Panzer jetzt hier holen. Norwegen wird jetzt vom Deutschen Reich überrannt. Das ist halt echt krass, ne, wie die jetzt hier. Also, die Koordinierung ist schon beeindruckend, sage ich jetzt mal, die damals stattgefunden haben muss. Wobei man auch wiederum sagen muss, ist auch vieles durch Zögern und Zaudern letzten Endes geschehen. So, wir haben jetzt 133%, wie ihr seht, an rekrutierbarer Bevölkerung. Das sorgt halt dafür, dass wir jetzt schon auf 6,8% kommen. Wir haben jetzt fast noch 800.000 Mann übrig. Ich beobachte mal, was ist jetzt hier alles der noch besetztes Gebiet? Das ist de facto alles Kerngebiet. Nur dieser kleine Teil nicht. Das geht alles hier runter, die gesamte Problematik arbeitet sich jetzt hier nach unten. Das ist gut. Okidoki. Ja, und wir warten jetzt halt einfach immer noch nur. Belegen. Ob ich jetzt Kavallerieaufklärung reinnehmen soll? Nee, wisst ihr was? Wir machen was anderes. Ich werde dieses Mal ein bisschen früher daran denken. Ah, ich habe sie noch nicht erforscht. Ich muss diese gepanzerten Autos machen. Die gepanzerten Autos wären genau das Richtige. So, gewinnt jetzt Italien hier eigentlich? Wie gesagt, ich baue darauf, ihnen dann hier ordentlich eins einzuschenken. Wenn es dann soweit ist. So, das hier haben wir geschafft. Da geht auch nichts mehr. Bessere Flugzeuge wären sogar schon drin. Ganz im Ernst, das könnte man machen, aber ich mache jetzt lieber mal was Richtung Artillerie an der Stelle.
Denn wir sind ja momentan noch in der Findungsphase. Unsere Sturm- und Drangzeit ist vorbei. Jetzt versuchen wir quasi unseren Platz in der Welt zu finden. Sieht's hier aus? Ja, es wird langsam. Ich hau die schon mal raus hier, die Jungs. Wupp, wupp. Die bekommen auch gleich schon mal einen Gen. Der ist Kavallerieanführer. Medienpersönlichkeit. Der hier ist einer für Special Forces. Ja, dann nehme ich halt den da, auch wenn wir keine Kavallerie hier haben. So, ihr geht da und dahin. Das ist eure Aufgabe. Belgien hat kapituliert. Im schlimmsten Falle werden wir diese Gebiete hier halt verlieren, weil ich glaube nicht, dass wir gegen die geballte Macht des Deutschen Reiches hier standhalten können. Ich denke, wir müssen auch auf jeden Fall warten, bis Deutschland gegen die Sowjetunion Krieg führt. Erst dann können wir da was tun. Also relativ gefahrlos. Mir fehlen immer noch 6.900 Knarren. Das ist erschütternd. Aber ist auch kein Wunder. Ich werde da noch eine ganze Menge hier noch bauen müssen, ne? Aber wir bauen noch eine Luftwaffe auf. Damit kann ich leben. So, das hat mir nochmal 15% mehr Stabilität gebracht. Sehr schön. Jetzt holen wir uns noch ein weiteres Forschungsteam. Das gucke ich mal gerade eben. Antidemokratische Razzien will ich nicht machen. Ich kann hier den Stahl, wenn ich will, ausbuddeln. Jawohl, die Infanterieoffensive haben wir. Mehr Durchbruch, mehr Organisation. Okay, wir machen hier weiter. Es gibt halt hier Panzerwagen-Boni. Organisation für Panzer plus 2, alle Panzer plus 0,1 Moral. Panzerwagen-Moral, Panzerwagen-Organisation. Das ist sehr, sehr seltsam dargestellt. Warum sind da Panzer, alle Panzer? Das ist so... Was wollt ihr mir sagen? So, der zweite Wiener Schiedsspruch ist passiert. Ungarn ist dem Reich beigetreten. Luftforschungsgeschwindigkeit. Ich denke, ich will hier mir das da holen. Eine effizientere Luftunterstützung. Dauert halt noch eine Weile. So, jetzt kann ich die auch rauskloppen. So, jetzt sind wir auch schon mal 17. Wie gesagt, es müssen noch mehr werden. Es müssen auf jeden Fall 3 vollwertige Armeen werden. Paris ist gefallen. Das war's. Vichy Frankreich. Perfekt. Perfekt, sag ich euch. Okay, dann bild ich hier nochmal einen davon aus. Der muss dann hier hin. Und warte mal, es sind 17, 18. Jetzt brauche ich noch 6. Genau. Genau, diese 6 müssen dann da auch noch dahin. Und dann bilde ich hier nochmal 6 aus. Die gehen dann dahin. Und dann habe ich schon mal das Minimum wohlgemerkt, was wir brauchen. Das ist das absolute Minimum, bevor wir hier irgendwie nochmal in Erscheinung treten können. So, will ich jetzt die Flugzeuge verbessern? Nein. Ich brauche... diesen Vor-der-Zeit-Bonus hätte ich ganz, ganz gerne für... Ja, jetzt fehlen halt wieder 14.000 Waffen, ne? Das Problem wird halt nicht besser. Wenn man immer weiter baut, so wie wir. Aber ich kann auf jeden Fall hier in Istanbul einiges noch reinklabastern. Und hier. Und hier. Ja, das war's mit Dänemark, Freunde. Jetzt hole ich mir den Bonus hier für die luftnahe Unterstützung. Gucken wir uns gerade mal Europa an. Jop. Dann holen wir uns jetzt das Auto. Das griechische Automobil.
Ah, und hier passiert schon. Sehr gut. Sturzkampf ist erforscht. Dann machen wir hier direkt weiter. Wie gesagt, mir ist es wichtig, dass meine Flugzeuge mit mir super zusammenarbeiten. Ich habe dann später vor, hier, wenn ich genügend Flugzeuge habe, jeder dieser Armeen eine entsprechende Anzahl an Flugzeugen direkt zuzuteilen. Aber das funktioniert erst dann, wenn Deutschland halt quasi massiv unter Druck steht. Und dann nutzen wir die Situation aus und erobern dann quasi den gesamten afrikanischen Raum, die Levante und so weiter. Aber dafür müssen wir erstmal den Fokus dorthin gemacht haben. Den wir jetzt gleich anfangen werden. Da ist er. Byzantion-Themata. Basiskriegsunterstützung und die Entscheidungen, dass ich ja das Reich wiederherstellen kann. So, das war jetzt hier das letzte Forschungsteam, das wir benötigten. Ich denke, ja, das mit dem Gummi wäre eine lustige Idee. Eine Radarstation. Ganz im Ernst, ich hole mir eine Radarstation. Weil jetzt haben wir endlich die Möglichkeiten, all das hier zu bedenken. So, wir können wieder verbesserte Bedingungen für Arbeiter machen. Das werden wir auch auf jeden Fall tun. Ich habe jetzt so viel Stahl, dass ich ihn nicht mehr importieren muss. Vor allem, weil halt auch Frankreich nicht mehr existiert. Also das klassische Frankreich. Gut, gut. Ja, die Italiener landen jetzt hier an. Also ich muss halt gerade eben hoffen, dass die Italiener das hier gewinnen, aber eigentlich müssten sie es gewinnen, weil die haben eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes zu tun gerade eben. Das würde mich wundern, wenn sie es verkacken würden. Das wäre schon krass. So. Die trainieren es hier weiterhin. Währenddessen die sich hier am Kessel lassen. Okay. Ich hätte jetzt beinahe was Böses gesagt. Sowas wie italienische Effizienz im Zweiten Weltkrieg und so. Wäre ein Meme hier gerade eben gewesen. Aber sie schaffen es, sie schaffen es. Sie schaffen es, keine Sorge. So, wir machen jetzt hier wieder die verbesserten Bedingungen für Arbeiter. So, da, da. Und wir fangen... Ja, wir fangen jetzt damit an. Wir brauchen einen Nachrichtendienst. Gott, wie nenne ich den denn da? Keine Ahnung. Nennen wir ihn einfach... Emperor. So. Emperor ist unser neuer Geheimdienst. Der Code, ein Codewort, da wird keiner drauf kommen, was wir damit eigentlich vorhaben. Mir fehlt hier eine Einheit, wie ich gerade eben sehe. Ich habe eine Einheit zu wenig produziert. Italien hat es doch Jugoslawien den Krieg erklärt. Oho! Das ist beim letzten Mal nicht passiert. Huch, was war das denn gerade? What the fuck? Ich habe nichts gemacht. warum ist das jetzt hier angegangen? Hier hat sich gerade einiges verstellt. Ohne Witz, ich habe nichts geklickt. Das ist von alleine passiert. Oder, ja, doch, ich habe irgendwas geklickt, aber egal. Ich muss an irgendwas rangekommen sein. Okay, also Italien wird auf jeden Fall hier überrennen. Davon gehe ich ganz stark aus. Das heißt aber auch, dass ich hier unter Umständen dem Frieden nicht trauen kann. Ich kann hier unter Umständen dem Frieden nicht trauen. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Wobei, sie werden mir tendenziell nichts tun. Norwegen hat kapituliert. Halt, bis zu dem Moment. Ich hatte gerade eben noch drauf gebaut, dass sie vielleicht sie nicht angreifen, wisst ihr? Darauf hatte ich gebaut. So viel dazu. Sieht man mal wieder, auf was ich alles bauen kann und was, auf was nicht. Das heißt aber, das hier wird auch fallen. Gut, aber das ist für mich sogar ganz gut. Ehrlich gesagt, ist das für mich sogar gut. So, wir machen jetzt hier auf passive Verteidigung als allererstes. So, wir haben unser byzantinisches Themata nun. Das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Vorher jedoch werden wir, ja, will ich moderne Kriegsführung gehen, leichte Panzermodelle motorisiert. Bei der Artillerie bin ich ja schon weitgehend durch. Hellenische Panzerkorps.
mechanisiert. Dann müsste ich jetzt aber dann doch hardcore mal dann durch, da durchforschen. Nee, wisst ihr was? Wir gehen hier mal auf die hellenische Luftwaffe. Das wäre jetzt hier gerade eben mein Plan. Die hellenische Luftwaffe wird's. Boah, guck mal. Ungarn räumt hier ab, sag ich euch. Ungarn räumt hier aber gewaltig auf. Okay. Die meisten meiner Jungs sind auch schon kampfbereit hier. Ich hoffe bloß, dass Italien nicht so frech ist und hier doch angreift. Das wäre halt echt schlecht. Jugoslawien hat bereits kapituliert. Die sind einfach schon mal weg. Und das hier haben sie jetzt sicher auch geholt. Die Briten kämpfen jetzt hier noch. Okay, die schicken mir Zeug. Ich glaube nicht, dass ich vor einem Angriff erstmal Angst haben muss. Das ist eigentlich beinahe schon echt frech. So, jetzt kann ich hier nochmal den Nachschubbedarf meiner Einheiten reduzieren. Italienische, bulgarische Austausch von Militärtechnologie und Italien beansprucht griechisches Territorium. Ha! Sie kommen also doch. They will come. Ja, du gehst jetzt hier noch rein. Ich muss jetzt hier saumäßig aufpassen. Also gut, wir brauchen nochmal einen Trupp davon. Und einen da. Ich muss jetzt echt zuschauen, dass ich hier alles gesichert bekomme. So, komm schon, komm schon. Das reicht jetzt, ihr hört auf zu trainieren. Die da hinten lasse ich noch ein bisschen trainieren. Mache jetzt hier noch mehr passive Verteidigung. Wir können einen Agenten rekrutieren, ich nehme den da. Den schicke ich jetzt mal nach Italien, weil Italien ist mein schlimmster Feind. Aber Italien ist auch der Gegner, der am ehesten fällt. So, habe ich eigentlich schon alles drin, was ich drin haben will? Ich habe noch ihn drin. Das werde ich ändern, sobald wir es müssen. So, die hellenische Luftwaffe ist gemacht. Und jetzt mache ich noch schnell das da. Weil nur wenn ich alle drei gemacht habe, also alle drei Foki, diese drei da halt, dann kann ich die Schlachtpläne der hellenischen Akademie benutzen. Kriegspropaganda brauche ich nicht. Mach mal das hier an. Triumph Italien. Okay, dann kann ich tatsächlich Kerngebiete in Italien bekommen. Das wäre ja krass. So. Nun kommen wir endlich auf dieses kleine Ding da zu sprechen. Sowjetunion macht weißen Frieden. Wir bauen Autos. So soll's sein. Oh, da werde ich tatsächlich jetzt hier in die Alliierten eingeladen. Unverhofft kommt oft, sagt man so schön, ne? Okay, jetzt müssen wir mit der Geschwindigkeit dann doch runtergehen, Leute. Und ihr müsst sofort aufhören zu trainieren, sonst ist vorbei. Unverhofft. Aber sowas von. Ja, jetzt habe ich die halt alle in den Krieg gerufen. Ich muss zugeben, damit hatte ich nicht gerechnet. Baut mal die Bunker schneller. Ihr haut die Truppen raus, sobald ihr könnt, denn ich möchte keine Seeanlandungen hier haben. Wobei ich jetzt hier meine Marine benutzen kann. Boah, okay, okay, okay. Jetzt bin ich tatsächlich doch wieder bei den Alliierten drin.
Den Trupp hier hätte ich gerne hier nicht drin. Ihr sichert hier das Mittelmeer patrouilliert. Ihr bekommt einen neuen Typen, der Raiding hier betreibt. So, okay, was hier alles gerade immer rein tickert, ey. Okay, das faschistische Byzantinische Reich kämpft in den Alliierten mit. Dinge geschehen, Freunde, Dinge geschehen. Aber Italien greift nicht wirklich nachhaltig an. Boah, mir fehlen halt echt Knarren, das ist Shepard, ne? Lol, aber das ist jetzt hier echt schlecht, Leute. Das ist für mich echt schlecht. Das heißt, ich kann die Levante hier nicht holen. Die haben das hier geschafft, Italien zurückzuwerfen. Oh nein. Oh nein. Fuck my life. Sag ich dazu nur. Ach ja, das ist jetzt halt Bad Luck. Nennen wir es Bad Luck. Okay, das geht jetzt hier sauschnell. Und ich werde jetzt hier mal meine Flugzeuge hier mal assignen. Wie viel habe ich denn? Ich habe 100 Jäger hier. Nice. Diese 100 Jäger werden hierhin assigned. Und 100 Luftnahunterstützung. Die bekommt der hier ebenso noch. So, wenn er kämpft, das ist sehr, sehr wichtig. Hier müssen wir das eigentlich auch machen, aber ich habe noch nicht genügend Jäger. Jetzt greifen sie wieder an. Mit, na, sagen wir mal, mäßigem Erfolg. Wir halten auf jeden Fall die Linie. Und bekommen jetzt hier, oh, wir bekommen eine ganze Menge Zeug geschenkt. Das nehme ich gerne mit. Irgendwann mal werden die hier mitmachen und dann können wir hier angreifen. Was aber eigentlich nicht der Plan ist. Ist witzig, wie sie jetzt hier einfach gar nicht reinmarschieren. Ja, die sind auch noch gar nicht in den Krieg eingestiegen. Das ist mein Vorteil. Ja, wir sind hier mega hart eingegraben, ne? Okay, raus mit den Truppen. Die kommen da ran, dann nehmen wir jetzt ihn hier. So, die zwei stellen wir wieder da ein. Die zwei, ne, warte mal, ich nehme jetzt hier einen, der irgendwie eher noch so was im Gebirge tun kann, gehen da hin. Ihr zwei verteidigt das da. Und einen habe ich jetzt hier noch übrig. Du gehst. Wobei, hier habe ich ja schon eine Posi. Dann gehst du einfach auch da noch ran. Also die drei hier sollen Athen verteidigen. Weil Athen das Wichtigste ist. Hier in dieser Position. Wobei ja eigentlich eher... Naja, ihr wisst schon. Okay, also das Spiel nimmt jetzt hier wieder mal eine ganz andere Richtung, als ich es erwartet hatte. Ohne Witz. Die Deutschen verheizen sich jetzt hier an uns. Bunkerbauten sind jetzt auch schon teilweise gemacht. Ich baue jetzt hier mal die Bunker so schnell ran, wie es geht. Ne? Guck mal, wie viel ich jetzt hier schon teilweise produziere. Ja, okay, jetzt... Immer wieder, wenn angegriffen wird, wird da der Bau unterbrochen, ne? Und wir bauen jetzt erstmal Waffen. Na gut. Es geht wohl nicht anders als Griechenland. Wobei einige der Einheiten von den Deutschen jetzt schon überraschend viel Zeug verlieren. Also sie verheizen sich schon ganz gut an uns.
Das enttäuscht mich echt. Mich enttäuscht, wie sehr Italien hier versagt hat. Es ist erschütternd. Ich kann es euch nur sagen, es ist erschütternd. Das Schlimme ist, dass wir uns wahrscheinlich als schlechter... im Grunde müssen wir Verrat begehen am Ende. Aber nicht in dieser Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.